Bei den Serien Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärts laufenden Timer, müsst das Ganze also auf einer Seite eurer Wahl oder mit eurer DVD, Blu-ray, whatever, connecten, synchronisieren und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir schauen uns eine weitere Folge von Naruto an, ja? Naruto Staffel 1, Folge 21. Ich hab's auf Englisch nur, ich wollte gerade den Folgennamen sagen, aber Identify Yourself, Powerful New Rivals. Okay, Leute, neue Rivalen, wir haben es in der letzten Folge ja gesehen. Die sehen mir alle nicht so suspicious aus, Alter. Oder die sehen alle sehr suspicious aus. Das eine Girl, Freunde, dickes L für mich. Ist anscheinend noch nicht so alt, wie ich gedacht oder gehofft habe. Aber der hat das innere Kind aus mir gesprochen, Freunde, ja. Ich meinte so, hey, wenn ich jetzt das als Kind geguckt hätte, würde ich sie ganz attraktiv finden. Versteht mich da nicht falsch, Jungs. Also, das war natürlich... Ich meinte eigentlich auch die andere. Die eine, Freunde, ist ja obvious schon alt genug. Dann konzentrieren wir uns auf die ein bisschen mehr, ja? Gut. Freunde, ansonsten, ich bin sehr gespannt. Der eine Dude mit diesen orangen-roten Haaren, der kommt mir halt krass bekannt vor. Den habe ich irgendwo als Kind schon mal gesehen. Ich habe halt als Kind immer die ganzen Zeitschriften mir geholt. Wie hießen die alle, Alter? Wie hießen die alle? Dieses Five Magazine oder dieses Card Collector Magazine? Game Master. Boah, die Game Master. Kennt die noch einer, Jungs? Das war die Game Master, oder? Ich muss ganz kurz googeln, Freunde. Falls ihr nur die Naruto Reaction sehen wollt, gebt gerne kurz eine Minute vor, Freunde. Game Master Magazin. Game Master war der Name eines deutschen, von 2004 an monatlichen erscheinenden Computerspiel Handheld Magazins. Ja, Mann. Das war fucking geil, Alter. Holy shit. Und da war halt ab und zu so die Leute zu sehen, so. Deswegen kenne ich ein paar Characters vielleicht vom Face. Ja, gut. Freunde, ich würde aber sagen, wir starten jetzt mit Staffel 1, Folge 21. Die Folge geht 23 Minuten und 25 Sekunden. Freunde, macht euch ready, ja? Wir drücken auf Play. 3, 2, 1. Perfekt. Ich habe das eingespielt damals, Freunde. Wissen viele nicht, aber ich habe das Intro eingespielt damals. Jetzt kann ich es auch sagen. Ich habe mir sogar Wasser geholt, Freunde, auf gesund. Brofist Johnson, Alter. Ich habe voll schlechte Gewissen mal wegen der einen. Seid ihr sicher, dass sie so jung ist, Freunde? Gibt's da eine Quelle? Huch. Nimm seine Hand, Alter. Boom, Alter. So. Hey. Oha. Oha, hä? Gara. Der Typ ist aber nice. Gara. Ja, true. Oh! Hä? Oha, der ist voll klein. Der sah viel größer aus. Ja, hast du was dagegen?
Okay. True, ja, true, actually true. Mit dem Kürbis, Digga. Gara. Von Niagara-Fällen. Sasuke hier. Ich schwöre, Jungs, auf Japanisch wäre viel epischer eigentlich. Keiner juckt sich für dich, glaube ich. Bruder, Korb des Lebens. Behalt ihn für dich. Bisschen schon, ja. Oha. Hä? Hat er so einen Igel auf dem Rücken? Wüstenratte, hallo Jungs, 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 kommt runter ein bisschen. Azuma, hallo? Bruder, die ist echt different, Digga, ihre Augen. Safe nicht. Ja. Was? Sakura? Sakura, really? Also no front so. Oha. Oh, Chewie, den mag ich, Bruder. Krass. Krass. Wahrscheinlich einfach alle im Pott werfen und auf gut Glück, wer es schafft, oder nicht? Weil was? Ein Try kann da nicht schaden. Ein Try kann nicht schaden. True. Ich kann zählen, Bruder. Was? Da war ja noch ein Baby, Bruder. Hä, ganz ehrlich, ich glaube echt, dass das nicht bad sein kann. Wieso nicht tryen einfach? Einfach reinwerfen in den Pott. Und gucken. Nein, nimmt ihr sich Hops, Alter. Vor der ganzen Klasse Hops nehmung. Echt? Was sind das für Prüfungen? Oha, okay. Okay.
Same, daily bei mir. Ich mache es bloß einfach nicht, glaube ich. Ey, same, Mann, ich möchte nicht gerne in seine Haut stecken. Okay. Ehrenmann. Diese drei sind eingeladen, okay? Du wiederholst mich, Sakura. Auch einfach kurz hops genommen. Kakashi ist echt Ehrenmann. Naja, er ist wieder viel zu selbstsicher, Mann. Er hat harten Skill, aber er ist auch einfach ein harter Keck manchmal, Alter. Und mit Sakura. So wird's sein, Freunde. Ich wette einen Zehner drauf. Exakt so. Komischer Kauz, Mann. Erinnert mich voll an Scrubs, so die Tagträume von JD, Mann. Boah, das battelt sich jetzt schon. Das battelt sich jetzt schon. Das battelt sich jetzt schon. Ich glaube, actually, Sakura könnte ein richtig nices Character Development noch haben, wenn sie sich so anstrengen würde. Wenn sie trainieren würde und so. Ein bisschen selbstsicherer werden würde und nicht so nervig. Wait, hat der Typ da so ein Schildchen, wo böse dran stand? Holy shit. Oh shit. Oh, warte, das ist ein Mädchen? Wartet, warte. Akebarman. Wait, wusste ich, dass das ein Mädchen war? Oder verwechsel ich den Typen gerade? Das Girl. Maschallah, Digga. Playboy. Ah doch, das war das Girl. Okay, ich wusste, dass es ein Girl ist. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, das war ein anderer Typ. Ja, Bro, du hast gerade ein kleines Kind entführt. WTF? Oder? Bruder, mach nichts Dummes, Naruto. Hallo? Oha. Nee, eigentlich nicht. Ist das schon die Prüfung jetzt? Das Ding ist, das fühlt sich jetzt schon an wie eine Prüfung. So, wisst ihr, wie ich meine? Ist das diese Vorprüfung? Die eigentliche Vorprüfung? Fühlt sich a little bit danach an, to be honest.
weil jetzt gerade beide so eine Attack hier haben. Wisst ihr, wie ich meine? Safe, das ist schon die Vorprüfung. Da müsste aber noch ein dritter Typ spawnen, weil hier sind ja gerade Sasuke und Sakura. Rein theoretisch. Wait, ist das real? Das ist nicht real. Ist nicht real. Ist nicht real. Bei Sasuke ist sowas nicht real. Ist nicht real. Safe nicht real. Oha! Ehre! Ja, Mann! Aber ja. Oh, Ehre. Ja, Mann. Oh, die sind schon süß. Die sind schon süß zusammen ein bisschen so. Oh ja. Ja, ist ja safe nicht real. Oh, die Musik. Ma. Okay, ein bisschen mag ich sie jetzt gerade. Sehr gut. Ja. Bruder, Balls aus Stil! Balls aus Stil! Okay, okay. Okay, Sakura war noch nie. Mach's nicht kaputt, Mann. Ich wollte gerade was Positives sagen. Ich hatte noch nie so eine Sympathiepunkte für sie wie jetzt gerade. Okay, Sasuke kämpft auch gegen einen. Also entweder ist das schon die Prüfung oder das sind Leute aus der anderen Gang, die verhindern wollen, dass andere Leute auch zur Prüfung kommen, die potenzielle Konkurrenten darstellen könnten. Okay, es ist die Prüfung. Okay. Okay, dann war es die Vorprüfung. Dann war es die Vorprüfung. Real Talk, Alter. Also war es die Vorauswahlprüfung so gesehen. Ey, den habe ich auch schon mal gesehen. War da nicht sogar in der ersten Folge auch zu sehen? Ich glaube schon. Oha, hoch. Hallo, Bruder. Ich hoffe, dass die irgendwann zusammenkommen oder sowas, to be honest. Ey, Mann. Oha, hä? Hä, oha, er schlägt einfach ein Girl, Bruder. Oder ich geb dir ein Ding gleich. Och man, die Arme, Alter. Die tut mir echt leid.
Real Talk. Ist so, hätte ich mal jemand hier, der einen Ton angeben kann. Manometer. Ja, easy, Bro. Die drei sind ein anderes Level. Genau. Aber cool, wie Sasuke ihr gerade Props gegeben hat. Ehre. Oha, okay. Krass, Mann. LOL. Das war, ach lol, bin ich ein Dulli, Digga. Die haben ja eben sogar noch zusammen gechillt. Macht Sinn, Digga. Oha. Der Typ, ich wusste, dass der OP ist. Der. Du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen. Bruder, du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen. Sei glücklich. Real Talk erstmal. Kokosnusskopf strikes back. Ey, Sasuke ist auch schon cool, Mann. Er ist schon fucking cool. Sagt mir, was ihr wollt. Mann, ich wünsche, ich wäre so cool wie Sakura, Mann. Sasuke. Nicht wie Sakura, Jungs. Oha. Oha. Okay. Keine Lachnummer, Bruder. Ich glaub's nicht. Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube nicht, Mann. Der eine Kokosnusskopf, der wird noch ein Main-Character, glaube ich, weil der kommt mir bekannt vor. Also den kenne ich auf jeden Fall vom Sehen her schon. Ja, Mann. Und Gaara, Alter. Der Boy wird, glaube ich, noch fucking sick. Der sieht jetzt schon so OP aus. Der ist ein bisschen kleiner, als ich dachte. Als er vom Baum runtergejumpt ist, er war ein bisschen kleiner, als ich dachte. Aber der Boy ist noch krass OP, glaube ich, im weiteren Verlaufe. Holy fuck. Holy fuck, Alter. Alright. Aber was soll ich sagen, Mann? Ich habe da schon Bock drauf, diese Auswahlprüfung. Also, so wie ich es verstanden habe, hat Kakashi jetzt eine Vorauswahlprüfung gemacht für die. Beziehungsweise wurde für alle eine Vorauswahlprüfung gemacht, ja, und alle haben sie bestanden. Und jetzt kommt diese eigentliche andere Auswahlprüfung und dann gibt es die richtige Shonen-Auswahlprüfung. Right? So habe ich es ansatzweise, glaube ich, verstanden. Aber Sakura war in dieser Folge, hat sie für mich das erste Mal richtig ihren Skill irgendwie gezeigt. Das war schon Balls of Steel, dieses Ding reinzulaufen mit dem Gesicht als erstes, nur auf den Verdacht oder weil sie es halt gespürt und gewusst hat, so. Das war aber schon ein ballsy Move von ihr, das wirklich durchzuziehen und zu machen. Da gebe ich ihr Props. Und auch, dass das Geweine gegenüber Sasuke fake war. Und der Boy erst dachte, okay, ich hab sie an den Eiern, aber dann ist sie wirklich, hat sie gezeigt, was sie kann irgendwie. In der Folge war sie nicht ganz so bad eigentlich. Und ich glaube, sie wird auch noch, wenn sie mal das erste Mal einen richtig krassen Fight hat, wo man sie sieht, was sie kann, ich glaube, dann werde ich sie actually auch lieber mögen, so. Weil sie kann mehr, als sie zeigt oder auch mehr, als sie glaubt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde.
Und freue mich sehr auf die weiteren Folgen. Und ich kann auch noch nicht genau sagen, wann Naruto kommt, ja. Minimum einmal die Woche, aber so zwei, dreimal die Woche, vielleicht auch ab und zu. Es kommt ganz darauf an, wie ich Zeit und Lust habe. Ich möchte halt dann aufnehmen, wenn ich denke, okay, jetzt möchte ich eine Folge Naruto aufnehmen. Also es kann sein, dass ab und zu vier Folgen in der Woche kommen. Minimum eine, so irgendwas dazwischen. Ich möchte aber keine festen Tage haben, weil wenn es mal nicht passt, dann seid ihr auch wieder enttäuscht. Deswegen gucke ich einfach, wie es passt und lade dann hoch, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich Lust und Zeit einfach. Ganz entspannt. Also lasst auf jeden Fall Daumen runter, was auch gewandert, Freunde. Ich werde in der Route Playlist in die Information Card packen. Schaut gerne rein. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.